Wenn du dich nutzlos fühlst, dann denk an das Gitter. Also, Dylit hat ein Video hochgeladen mit 5 Kohlen in der Smokebox rauchen. Ich würde mal ganz kurz behaupten, das wird ganz, ganz schnell ziemlich krank verbrennen. Fertig. Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Hallöchen, lieber David. Ich würde mal was ganz Besonderes für euch, und zwar mit 5 Shisha-Kohlen rauchen, Smokebox-Edition. Wir hatten das ja schon mal gemacht mit einem Kaminaufsatz, und dann dachte ich mir so, warum machen wir das Ganze nicht mal einfach mit dem Kalaut? Nice. Beziehungsweise mit der Smokebox. Und das ist eigentlich relativ interessant, wie das Ganze sich da verhält. Man muss dazu sagen, das ist in Russland, glaube ich, manchmal sogar typisch ist, mit 4 Kohlen zu rauchen, dass 4 Kohlen direkt draufliegen, aber manchmal sogar 5. Man muss auch sagen, dass die Russen manchmal in einem speziellen Overheating-Setup rauchen. Das heißt, sie wollen in 30 Minuten sich eine krasse Dosis gönnen, dann bauen die einen schönen Darkside oder sowas auf Kontakt, geben da 4 Kohlen drauf, zwingen den innerhalb von 30 Minuten in die Knie und dann war es das auch mit Pfeife. So, wenn die nur 30 Minuten Zeit haben, um den Kopf zu rauchen, dann machen die manchmal so Sachen. Aber ich sag mal, für uns ist das eher was so Ungewöhnliches. Eigentlich sind 3 schon Max, und wir werden jetzt dort 5 Kohlen reinhauen. Und da bin ich sehr gespannt. Übrigens, wir rauchen wir Hasloka, Pinocchio, Oblaco Mono M und Kalaut 1 Plus. Und ich würde sagen, wir verschwenden direkt keine Zeit, wenn das direkt drauflegen, weil mehr gibt's nicht zu erzählen. Chaos Turbisch Bubbles ist drin. Schau mal, noch eine Kohle. Code Red, da ich mit dem die wenigsten schlechtesten Erfahrungen habe mit Hitzeverträglichkeit. So, wir legen erstmal 2 so rein. Wir haben auch natürlich wieder diesmal eine zweite Ansicht. Sorry, dass mein Zittern jetzt hier sein wird. Das liegt einfach daran, ich bin bei sowas immer aufgeregt. Ich habe einfach Angst, dass was passiert. Deswegen steht auch ein Gitter hier. Falls das jetzt so rumwackeln sollte, dass es nicht geht, ich stehe auch jetzt mal auf dafür. Wir werden sie jetzt mal hier irgendwie reinplatzieren. Wir platzieren die eine so. Ich habe das noch nie gemacht. Die eine so. Junge, Alter, das Zittern ist wirklich anders. Denn platzieren wir die andere so. Und die andere, oder die letzte, da irgendwie obendrauf. Ah, das, ich weiß gar nicht, wie soll denn das gehen? Wie soll man die denn da drauf platzieren? Ja, vor allem die Kohle da oben, die macht gar nichts. Also das Video hättest du auch nennen können, Rauchen mit 4 Kohlen. Aber da oben, die 5. Kohle, Jungs, die macht nichts. Die macht gar nichts, Jungs und Mädels. Die macht gar nichts. So. Also mein Zittern war wirklich 1A, es ist auf jeden Fall, es sieht so krank aus, Ron, es sieht so krank aus. Ja, außer dass es witzig aussieht. Jo, Alter, ich habe richtig Schiss, dass da was passiert. Ne? Ich lege am besten die Zange hier hin und alles, was kabelmäßig ist, liegt einiges unten, was kabelmäßig ist, zur Seite. Genau, Kabel wegräumen, erstmal am Tisch wackeln. Perfekt. Der Teppich ist mir egal, aber die Kabel sind mir nicht egal. Ja, deswegen hoffen wir mal, Alter, Freunde, das geht dass da drüber. Das gut geht. Also es sieht auf jeden Fall... sehr, sehr wild aus. Wir können ihn ja mal ein bisschen anpusten. Übrigens, das hat mir beim letzten Mal auch, weil einige geschrieben, ja, du hast Angst, dass hier was passiert, aber wegen einem kleinen Brandfleck, Freunde, wegen einem kleinen Brandfleck? How dare you? Es geht um, eine Kohle macht mindestens so ein Loch. We're sorry. So der große, wenn die sich noch bewegt. Safe. So ein kleiner... Ja, ist natürlich ganz klar, dass die Kohle ein größeres Loch macht, als sie eigentlich selbst groß ist. Ganz klare Sache. Brandfleck, ein Teppich, egal. Ich verstehe nicht ganz, warum er sich jetzt Stress macht, aber da dieses Kohlegitter hat, aber es dann einfach nicht drum macht. Auf jeden Fall ist da einiges an Hitze jetzt da rum. Ich merke schon. Ich würde mal sagen, wir könnten schon mal fast den ersten Zug nehmen. Wir probieren es einfach mal aus, bis es halt nicht mehr geht, bis ich nicht mehr kann. Ich denke mal, das wird schnell mit Kalaut passieren um 5 Kohlen, weil auf 10 Kohlen haben wir den zwar in die Knie bekommen. Kommt, tut aber noch nichts groß. Krank, einfach krank. Und ich habe einen saumäßigen Respekt, halt, dass was passiert. Deswegen liegen noch 2 Zangen auf dem Tisch. Dann mach doch das Sieb da drüber, Junge. Warum hast du das denn hier stehen? Alter, pack's doch hier drüber. Hä? Das hier rüber machen, dafür ist das ja da. Übrigens, Link dazu in der Beschreibung. Ja, perfekt, dann machst du drüber. Man kann das dafür drüber machen, falls man dazu sehr Angst hat. Aber das Problem ist... Ich Problem gelöst, oder? Also, ich check's nicht. Ich glaube, ihr seht das nicht mehr. Ich glaube, ihr seht die Kohle nicht mehr, deswegen muss ich es ohne machen. Aber das ist ja zum Beispiel dafür da, wenn jetzt eine Kohle runterfliegt, knallt die halt hier gegen und die knallt dann runter auf den Teller, also da passiert nichts oder hält sich. Ja. Ja, lass doch drüber. Ja, das kann man auch sogar noch hier anfassen, obwohl das jetzt da oben in der glühenden... Und du hättest es auch unten anfassen können, da ist gar keine Hitze. Hä?
Achso, übrigens, die habe ich gebaut auf leichten Noppenkontakt. Die Noppen sind ganz leicht versunken, so habe ich ungefähr gebaut. Wenn du dich nutzlos fühlst, dann denk an das Gitter. Ja, war gut, ja. Als ich das safe. Jetzt einige fragen, ob ich jetzt hier wirklich komplett Vollkontakt gegeben habe. Nee, ich habe auf guten Noppenkontakt gebaut, so die Noppen sind bestimmt bis zur Hälfte fast komplett drin. Und ja, der zweite Zug sah auf jeden Fall schon sauber aus, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich am besten pusten muss. Wahrscheinlich in diese, damit man das meiste sieht. Also der ist jetzt schon gut an. Der wird gerade schon gut kühl. Da kommen 10 Kohlenflashbacks hoch und ich habe Angst, dass ich wieder husten muss. Ist definitiv schon einiges für den vierten Zug. Und geschmacklich noch voll da. Kühl irgendwie, so langsam muss ich sagen. Aber geschmacklich noch voll da und gibt alles, muss ich sagen. Also der Tabak gibt gerade alles. Und ich habe noch kein Husterchen oder so. Da ist mir so ein Denke, der ist viel zu stark oder so. Natürlich wäre das interessant auf schwarzen Tabak. Da auf schwarzen Tabak jetzt extrem das Nikotin ballern würde, wenn man den viel zu heiß raucht. So, das wäre jetzt natürlich interessant. Auf Virginia ist es halt eher, wann knickt der Tabak ein, wie knickt er ein, ist es zu stark für einen Virginia oder so. Bei einem schwarzen Tabak knallt ja eher das Nikotin und das ist ja das Witzige, weil ich den Nikotinflash davon kriege. Ja, deshalb macht man das eigentlich auch mit 4 Kohlensorben. Bei dir ist mit 2 Inkippen, kenne ich hundertprozentig, das habe ich schon so oft gesehen. Aber mit einem Moment drauflegen, das habe ich erst vielleicht so 1-2 Mal gesehen. Vielleicht, weil es nichts bringt. Ne? Und ich weiß, Real Talk aus der Story, unnötiges Video gestreckt. Ich weiß, als ich damals in Russland in der Bar war, da hatte ich Auszug geraucht mit 2 Kohlen drauf. Das fand ich sogar cool, dass man direkt 4 gegeben hat. Du hast halt 2 in der Mitte nebeneinander und dann hast du so einen der Seite auf Kipp und einen auf der Seite auf Kipp. Die obere, die 5. habe ich auch einmal in Russland gesehen, aber so hat man mir die Pfeife gebracht mit 4 Kohlen. Ich habe dann irgendwann einen runtergenommen. Eigentlich als er die Pfeife gebracht hat, hat er die schon direkt runtergenommen. Und man hat dann mit 3 Kohlen weitergeraucht, aber der war halt schon gut an, sage ich. Also ja, jetzt habe ich eigentlich genug gequatscht. Jetzt schauen wir mal, was er jetzt so sagt. Respekt ist halt auf jeden Fall da. Safe. Ja, es ist schon kräftig, es ist schon stark. Aber er wird immer kühler. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, klingt jetzt gar nicht ein. Übrigens schön, dass ich was zu trinken da habe. Ich glaube, ich hole mir an der Stelle mal was. So, welchen Zug haben wir jetzt? 6 oder 7, ne? Ich schaffe mal 10 Züge damit, ohne dass was passiert. Relativ schnell angeraucht war er, ja. Kommt drauf an, wie viel man dazwischen redet, ne? Jetzt ist der Punkt definitiv, wo ich ein Stück Kohle runternehmen würde. Würde. Nein, theoretisch. Wir sind ja in einem Video. Aber wir sind ja in einem Video. Da ziehen wir noch munter weiter. Also langsam echt gute Rauchentwicklung. Ja, wird schon wirklich kräftig, muss ich sagen. Man merkt zwar noch keine verbrannte Note oder sowas, aber diese Eisnote, man merkt schon, der Geschmack kippt langsam so leicht. Das Aroma fängt leicht an zu kippen. So. Das heißt, das Aroma wird ein bisschen unerträglich. Aber du hast keine verbrannte Note oder so. Also ich muss halt wirklich Real Talk sagen, ich mache das immer mit Türkisch Bubbles Code Red. Ich weiß nicht, was dieser Tabak manchmal einfach aushält. So, also ich weiß halt, no front. Mit anderen Tabaksorten, die ich so gerne rauche, wäre das halt jetzt schon nicht mehr gegangen. So, da ist manchmal schon auf 3 Kohlen, wo ich mir denke, pff, jetzt ist aber auch gut so, aber der hält echt gut was aus. Kann auch einfach sein, dass es am Aroma liegt, dass das Aroma halt dann nicht so extrem ist, was so denn extrem im Hals kratzt. Über 1000 Zuschauer, so. Krank, Leute. Moin moin an jeden, der am Start ist. Heftig, auch, ne? 1000 Leute. Das ist ein Rauch, aber persönlich finde ich es unnötig so zu rauchen. Also, klar, es macht zum gewissen Teil Sinn, auf schwarzen Tabak, um mehr Nikotin zu haben. Also ich sag mal so, 4 Kohlen kann man machen, wenn es klappt. Ne? Also wenn der Tabak das aushalten kann und man den Kopfbau richtig hat. 4 Kohlen geht, aber die 5. hier oben, die macht absolut keinen Sinn. Beziehungsweise, dass er mehr ballert, aber bei hellen Tabak ist es halt so, ja, du fixst ja halt nur den Kopf damit und... Also deinen eigenen Kopf und den Kopf, weil du halt im Endeffekt nach... Deinen eigenen und den da. 15 Minuten, 10 Minuten wird halt der Tabak absolut einknicken. So gut wie jeder. Obwohl es gut raucht, schmecken tut's noch. Aber wie gesagt, es ist langsam der Punkt, wo das Aroma sehr, sehr stark wird. Ich denke mal, man sieht es auch, dass es hier gut vernebelt ist. Ja, Rauchentwicklung ist schon geil. Oh, jetzt geht's los. Jetzt ist er zu heftig. Und jetzt kommt dieses... dieses Drücken und Beißen in der Lunge. Ah, mein Oberkörper. Ah, genau, diesen Muster meine ich, wenn er so richtig tief aus dem Oberkörper kommt.
Nicht, dass ich sage, oh, das ist deine Lunge, die ist kaputt oder so. Das habe ich nur, wenn ich so einen richtig ekligen Husten habe. Oh, dann zieht das immer am Oberkörper. Das ist, als wenn du so Seitenstechen hast. Boah, eklig. Ganz, ganz ekelhaft. Das habe ich auch manchmal beim Niesen. Oder beim Niesen, ich weiß gar nicht. Also beim Husten sage ich manchmal, oh, dann kriegst du so wie Seitenstechen. Dann sticht das so um die Seite. Oh. Ach, krass, kennt ihr das, Leute? Ich kenne das gar nicht. Also hatte ich noch nicht. Eklig. Ganz, ganz eklig. Vielleicht habe ich auch irgendwas mit der Lunge. Dann ist es halt so, ich rauche ja nicht immer so, ich huste ja selten. So ein Huster kommt extrem selten. Er kommt immer bei so einem Spaßvideos, kommt er eher rüber. Beziehungsweise wann kommt so ein Huster? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht einmal im halben Jahr oder so und halt bei diesen Spaßvideos. Der Blick dann an dieses. Heute wieder mit 5 Kohlen rauchen. Gar kein Bock. So ein Ding ist das. Also, jetzt ist, wo ich sage. Ist unrauchbar mittlerweile, also jetzt ist er viel zu stark. So, also das Aroma kippt. Verbrannte Note noch gar nicht, das finde ich heftig. Ich bin eh jemand, der das ein bisschen später merkt, aber ich finde verbrannte Note fast gar nicht. Obwohl er vom Rauchtechno und was da oben rauskommt, müsste der halt schon safe verbrannt sein. Muss mir die Huster verkneifen, ey, das ist schon... Das ist halt schon pervers, aber Freunde, für ein Experiment hat es sich auf jeden Fall gelohnt, muss ich sagen. Also man kann so rauchen, wie gesagt, auf schwarzen Tabak lohnt es sich mehr, kann man gerne mal ausprobieren, Freunde. Probiert es gerne mal aus, wenn ihr einfach mal 20 Gramm Tabak so verbrennen wollt. Also könnt ihr auch 20 Gramm Tabak einfach in den Kamin reinschmeißen, habt dann so mehr Spaß von. Nein, also man kann es definitiv mal ausprobieren. Ich hafte für nichts, dass da irgendwas runterfällt. Ich werde es auch gleich so machen am Ende vom Video. Ich hafte für nichts, Digga. Ist dein Zimmer, wenn was runterfällt? Oder meint er jetzt, wenn es jemand nachmacht? Na gut, dann ist es eh nicht seine Schuld. Dann werde ich das Dingchen rauflegen und dann die Kohlen runternehmen, weil ich glaube, ich zitter viel mehr, wenn ich die runternehme. Ich denke mal, das hält auch nicht ewig, die in der Battle, die da so in der Mitte hängt. Deswegen so, man sollte safe mal abklopfen oder so, dass man die neu hinhängen kann, weil ja, das sieht, glaube ich, brutal aus mit der Zeit, wenn die abascht. Oder wenn die Asche verliert, wenn die kleiner wird. Irgendwann wird da bestimmt was rutschen, ja. Da wäre ich auch vorsichtig. Da wird safe irgendwann was rumrutschen. Halleluja, Alter. Der Kopf ist tot. Der ist schon, also der ist jetzt viel zu heiß. Man müsste den erstmal 3 Kunden runternehmen, gut auspusten, dann könnte man den noch retten. Aber der ist jetzt echt schon on fire. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schickt links in der Beschreibung. Da ist auch dieses Link verlinkt, falls ihr sowas selber mal ausprobieren wollt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch. Ein Zug nehmen wir aber noch auf Ehre. Und gestorben beim letzten Zug. Ohne auspusten. Komm, wir machen es ohne auspusten. Ich wollte gerade auspusten. Boah. Alter. Scheiße, Mann, ey. Warum tue ich sowas immer? Dülit in jedem Video und dann so nach dem Video. Weißt du, was krass wäre? Mit 6 Kohlen auf dem HMD rauchen. Das wäre eine geile Idee.